zusammen und willkommen zu den heutigen Kreisvinyls. Das heutige Video geht um den Hintergrund und Gedanken vom Sonafé. Also wie ist es entstanden, warum braucht das Sonafé und dazu haben wir ein paar Interviews für euch. Und außerdem stellt euch Pranauer und der Herr Herzog das Filmfestival und das Kanti-Kino vor. Welche Bedeutung hat das Sonafé für Kanti mit? Sonafé hat für Kanti Wettig eine grosse Bedeutung, ist ein Fest mit grosser Tradition, mit langjähriger Tradition. Und ich glaube, wenn man das Fest nicht mehr hätte, würde der Kanti etwas fehlen, es würde der Schülerschaft etwas fehlen. Und ich würde es auch schade finden. Was würde denn fehlen ohne Sonafé? Ja, Sonafé ist einfach für die Schülerschaft und ich glaube auch für einen ganz grossen Teil von uns Lehrpersonen eine Art Superprojektarbeit. Also Sie als Schülerschaft müssen sich zusammenraufen, das sehen wir ja jetzt gerade. Braucht eine Schule ein Fest? Also was hat Fest gerade in der Schulkultur? Ja, Fest ist doch etwas, das bei uns Menschen verinnerlicht ist. Also wir festen gern. Fest ist eine wichtige Kulturangelegenheit. Und richtig festen, das ist natürlich etwas sehr Schönes. Dass es für wenige Leute auf der Sanitätsstation endet, dünkt mich, tut einen falschen Stempel aufsetzen. Und was wir, also der Herr Wiederkehr und ich, jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die Alkoholzahlen runtergehen. Da sind wir jetzt aber nicht ganz sicher, ist das Vorglühen eher ein Thema oder trinkt die Jugend tatsächlich weniger Alkohol? Was ist denn Ihre Hauptmotivation hinter der Projektleitung? Ja, genau da, also das Fest können aufzuziehen und jedes Jahr zu sehen, die jungen Leute, die Klassen zu begleiten und zu sehen, wie das Fest entsteht, finde ich wahnsinnig toll. Ich tue selber sehr gerne organisieren, ich tue selber sehr gerne schauen, dass es eine tolle Sache gibt, ich tue gerne mit den jungen Leuten kommunizieren, das wissen sie ja auch. Und von dem her, glaube ich, ist das alles Motivation genug. Es gibt aber gleich ein paar wesentliche Unterschiede, wenn man es heute anschaut. Der grösste Unterschied ist wahrscheinlich der, dass das Sommernachtsfest damals noch erheblich kleiner war. In 70er Jahren, das war zu Zeiten des Lehrerseminars, hatten die Schule über 350 Schülerinnen und Schüler. Das heisst, man hat alle gekannt. Ein weiterer Unterschied, dass das Sommernachtsfest zu meiner Zeit nicht im Park stattgefunden hat, sondern hier im Hauptgebäude. Die Aula war quasi Disco. Und man ist sich auch im Abzhof und im Kreuzgang natürlich begegnet. Aber ansonsten ist eigentlich so der Geist von diesem Sommernachtsfest weitgehend erhalten geblieben. Als Historiker hat es mich natürlich interessiert, ob es das Sommernachtsfest auch in früheren Epochen, also vor meiner Zeit, auch schon gegeben hat. Ich habe beispielsweise einen Bericht gefunden von einem damaligen Seminarist, der 1944 in das Lehrerseminar eintreten ist. Man muss sich vorstellen, das war damals noch ein reines Bubenseminar. Die Herausforderung war die, eine weibliche Begleitung zu finden. Man hatte aber keine Musikanlage oder so. Man hat sich dann quasi selber beholfen, indem man selber eine Tanzkapelle gegründet hat. Und beschreibt seine Erinnerungen, beschreibt auch, dass sie so eine eigene Jazzkapelle und zum Beispiel über Sentimental Journey da gespielt haben. Und ganz besonders interessant, seine weibliche Begleitung sei dann also büchlings auf dem Flügel gelegen und habe das Stück so verfolgt, was offensichtlich einen besonderen Reiz hatte. Jetzt zeigen wir euch das Interview, wo Pranauer und der Herr Herzog auf das Filmfestival und das Kanti-Kino vorstellen. Sind Sie bereit? Ja. 1, 2, 3. Monster! Das ist das Thema des allerersten Kanti Filmfestival, das dieses Schuljahr stattfinden wird. Es ist für Schüler von der Kanti Wettigen und von der Kanti Baden. Gleichzeitig mit dem Festival werden wir im Kanti Kino, das zum 5. Mal geht, auch das Thema aufnehmen: Monster und verschiedene Filme zu dem weiten Gebiet in der Filmgeschichte zeigen. Alien wird darunter sein und auch andere psychologische Ausführungen von dem monströsen Ungetüm.
Und am allerletzten Termin, am 13. März 2020, werden dann eben an diesem Festival ihre Filme gezeigt und ein Gewinner wird erkoren. Also, was muss man machen, um mitmachen an diesem Filmfestival? Ihr Film darf nicht länger als 3 Minuten sein. Er muss von Ihnen, Schüler und Schülerinnen von der Kante Bad und Wettigen, produziert, geschrieben und gedreht worden sein. Er muss zum Thema Monster sein. Und Sie müssen ihn einreichen bis am 31. Januar 2020. Alle Formalitäten von wegen Einreichen und so stehen in der Infobox und werden dann laufend online publiziert. Ganz wichtig, wir haben auch einen Insta-Kanal, er heisst ganz einfach Kante Film Festival. Und auch darauf werden laufend News und Infos. Den Terminkalender und alle anderen Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Ciao!